Also ich glaube, es gibt kein Rennen auf der Welt, was vergleichbar ist mit den 24 Stunden von Nürburgring. Das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist natürlich, dass du direkt in der ersten Runde einen Unfall baust. 24 Stunden geht 24 Stunden. Du hast die spektakulärste Rennstrecke der Welt. Verschiedenste Autos, von einem GT3-Auto bis hin zum Gruppe N-Auto, alles mit am Start. Dieser Mix, den es gibt von Fahrern und Autos, ist einzigartig. Habe ich Geschenke gekriegt. Das hat ein Marshall aus dem Hatzenbach mit dem iPad gemacht. Eine Marscheline, um genau zu sein. Sieht richtig gut aus. Ja, ist krass. Anzug-Game habe ich immer wieder verloren, Freunde. Was heißt verloren? Ich glaube, das ist mittlerweile so ein Markenzeichen. So ein Markenzeichen, so ein schöner Stilbruch. Bin so verbaut oder so, ja. Keine Ahnung. Das bist du. Ja, stimmt. Das ist schon hier. Ne, mein Bein ist also doch nicht so dick. Vor allem die Beine sind halt einfach noch größer. Ja. Sieht so geil aus. Ist das eine Scheiße, ehrlich. Und deiner geht echt, ne? Meiner geht echt, hat er gemeint. Was sagst du das? Also, ich finde, meiner geht auch ganz gut. Ja, guck mal hier, Alter, das ist doch nicht normal, ey. Ja, das ist wohl wahr, das ist echt nicht normal. Das ist echt nicht normal. Er hat es endlich verstanden. Ihr kennt ihn alle, Timo Scheider. Richtiger Blödmann. Was ist das unnormale Ding? Wie hast du dich auf dem Porsche verirrt? Ja, das habe ich mich auch gefragt. der Jan-Erich und ich, wir haben mal schon, um ernst zu sein, schon seit vielen Jahren immer wieder mal gesagt, ey, wir machen mal irgendwas zusammen. Ja, okay, Cup-Auto im ersten Moment habe ich natürlich überlegt, weil klar, mein Ziel war und ist natürlich immer um Siege zu kämpfen, aber das gibt es natürlich in der Cup-Klasse genauso. Und das Konzept, wie er es auch jetzt langfristig im Kopf hat, hat mich dann auf jeden Fall überzeugt. Mein 12. Start auf der Nordschleife, junger Vater. Ja, dann gucken wir, was bei rauskommt. Spaß haben und am Ende des Tages für die Fans da draußen eine gute Show bieten. Und ich glaube, wenn wir hier vor 200.000 Leuten, die angekündigt sind, fahren, ich glaube, das tut jedem gut, der im Auto oder draußen an der Strecke steht. Das ist ein ganz spezielles Rennen dieses Jahr. Das hat ja jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben. 2021 komplett ohne, mehr oder weniger komplett ohne Zuschauer. Also das echte Nürburgring-Feeling war nicht da. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, der Sieg in der Klasse oder sowas, das ist alles zweitrangig. Ich glaube, es geht einfach darum, das wieder zu erleben, wie es mal war. So, hier ist schon der erste Mann. Schönen guten Tag, da ist die Kamera. Und natürlich Leon Köhler, der Mann mit den vielen Zähnen. Schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind. Luca Engstler, mittlerweile bei Audi. Hallo. Sehr, sehr erfolgreich. Auf den WTCR-Autos? Ja. WTCR, ich schmeiß das immer durcheinander. Du, ich sag, ob du nicht WTCR kennst, Alter. Nee, ich bin immer noch bei WTCC, das ist aber auch vor 15 Jahren gewesen. Das ist aber nur, weil du so alt bist. Leon Köhler, hallo. Natürlich sehr erfolgreicher Mann, Porsche Cup. Deutsche Porsche Carrera Cup und natürlich Porsche Super Cup. Ja, und die Legende, die lebende Legende, Timo Scheider. Für die Leute, die jetzt die Räder noch nicht gesehen haben, die Felgen, bombastisch. Also, ich weiß, dass die jetzt am Video und auf dem Foto nicht so rüberkommen, ne? Aber die ballern so geisteskrank. Die ballern so geisteskrank, das ist echt der Wahnsinn. Und der Riesenvorteil ist, die gelben Räder aus dem Carrera Cup sehen auch sehr gut drauf aus. Mahlzeit! Mahlzeit! Werdet ihr bereit? Wir warten nur auf euch. Achso, genau, wir müssen euch natürlich auch noch zeigen, was hier anders ist. Ne? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ich würde sagen, der Philipp, der haut euch jetzt ein Porn um die Ohren und dann kümmern wir uns gleich mal ganz in Ruhe um den Innenraum. Hochglanz verdichtet, ja, und dann pinke Lasur drüber. Sieht das so aus. Ich finde es total wild. Und Interieur, es hat sich auch ein bisschen was geändert. Also wie ihr sehen könnt, guck mal hier von der Seite kann man das ganz schön erkennen, wie hoch der Bock ist. Ne? Also vorne und auch hinten. Gerade hinten im Rathaus, finde ich, sieht man das extrem, wie hoch der Stuhl ist. Das ist schon heftig. Aber irgendwie finde ich, sieht es ganz cool aus. Ich weiß nicht warum. Eigentlich mag ich es eher, wenn die Autos tief sind. Aber irgendwie ist es, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es daran, weil ich immer denke, dass, oder immer weiß, jetzt geht es ums 24-Stunden-Rennen. So, schaut mal rein. Also, wir haben natürlich Lenkrad. Seht ihr schon, ist ein bisschen anders. Ist jetzt alles hier mit Neongelb gemacht, weil wir Schwarzlicht im Auto haben. Fluoresziert dann
heißt also, alles was neongelb ist, leuchtet. Das kannst du natürlich in der Nacht vor allen Dingen beim Fahren viel, viel besser sehen. Sobald wir den Pit Limiter anmachen, also in die Box fahren, Pit Limiter anmachen, geht hier auch ein weißes Licht an. Heißt, das Auto ist von innen hell beleuchtet. Das ist natürlich ganz angenehm, vor allen Dingen beim Fahrerwechsel und so weiter. Hilft uns das sehr. Und hier, guck mal da, haben wir noch jede Menge Zusatzinstrumente im Auto. Und zwar da oben haben wir ein Race Logic, da unten haben wir ein Race Logic. Warum haben wir zwei Race Logic? Relativ einfach. Unsere eigentliche Stoppzeit, also die Boxenstoppzeit, ergibt sich nach den Runden, die du vorher gefahren bist. Das heißt, der obere Race Logic, der zeigt dir immer die Zeit nach 8 Runden an. Und der untere Race Logic, wenn du weniger fährst. Der ist halt extra so eingestellt, damit du niemals zu früh rausfährst. Weil du darfst in der Fastlane, wenn du da einmal drin bist, darfst du nicht mehr bremsen, um die Zeit zu erreichen, die du haben musst. Das heißt, wenn du dann zu schnell bist beim Pflichtboxenstopp, kriegst du natürlich Strafen. Haben wir alles schon gehabt, deswegen haben wir natürlich dazugelernt. Trinkanlage haben wir dabei, haben wir normalerweise im Porsche Carrera Cup jetzt auch nicht, weil wir natürlich nur eine halbe Stunde fahren. Brauchst du keine Trinkanlage, Funk. Also es kann nicht wie Kimi passieren. Ja, also ich sag mal so, theoretisch kann es ja auch passieren, wenn du diesen doppelten komplett schief draufsetzt, ja, dann kann das natürlich auch passieren. Aber es ist deutlich schwerer. Und schnell das Foto jetzt, also dann sind wir so in 3-4 Stunden fertig, ne? Und dann sehen wir uns dann. So, nächster Tag. Fotoshooting ist vorbei, aber auch erst seit einer Viertelstunde. Guck mal hier. Richtig geil zu sehen, oder? Endlich wieder Leute. Viele Leute. Das freut mich extrem. Autos stehen bei uns in der Box, sind jetzt soweit vorbereitet. Der Leon Köhler fängt an, danach der Luca Engstler. Und der Timo und ich, wir fahren erst heute Abend. Ja, hier wunderschöner schwarzer Boden, alles frisch verlegt, alles hübsch gemacht. Auf der rechten Seite stehen die beiden Werks-Audis. Morgen, Junge. Ja, morgen, Junge. Junge. Fisi Bubler aus Maßkantje. Aus Maßkantje. Sportwagen Dave übrigens, Sportwagen Dave. Sportwagen Dave geht übrigens fremd, da. Geh mir aus der Sonne, nee, komm, nee, nee, ich will nicht mehr mit dir reden, nein, nein, sprich mit meiner Hand. Und da steht das schöne Schätzchen. Was wir auch noch machen müssen, ist übrigens Bremse anfahren. Wir müssen mehrere Sätze, Scheiben und Belege anfahren, was uns natürlich sehr viel Zeit raubt. Wir brauchen die einfach, weil wir im Rennen natürlich Bremse wechseln müssen und auch fürs Qualifying und so weiter immer eine frische Bremse brauchen. Das ist jetzt eben der Nachteil, dass wir keine VLN gefahren sind. Sonst hätte man das schon vorher machen können. Ist aber für uns kein Problem. Ich sehe das Sport. Sehen tun wir gar nichts. Zieh mal deine Murmel aus. Dann hören wir dich auf. Spielst du mit Licht? Wer? Mit Licht. Wer ist Licht? Kann man nicht. Kann man nicht. Bist du ohne gemacht? Ist geil, ne? Ist komplett geisteskrank. Wenn GT3 Auto hinter dir ist, bist du komplett im Dunkeln. Weil das so blendet auch, dass du erstmal, wenn ja, und vor allen Dingen der Schatten, den er wirft, der ist halt krasser als unsere Lichter. Die stehen aber auch schon gut. Die kann man noch eine ganze Ecke höher drehen. Also das ganze Gefühl her ist es 2 Meter vom Auto. Nee, 1,50. Nee, die Hauptscheinwerfer sind wohl hochgedreht, aber da müssen wir, da können wir noch nachgehen. Also sollten wir mal an die Wand gehen, also sollten wir mal prüfen. Echt, also wir haben echt noch gut was an Arbeit vor uns, weil Auto vom Setup her, krankes Untersteuern, wenn so schnell denken wie Flugplatz oder so, selbst wenn du da reinbremst, hast du noch Untersteuern. Also normalerweise, wenn du ein bisschen reinbremst, dann wird es eigentlich eher ein bisschen besser mit dem Untersteuern. Keine Chance. Und was extrem krass ist, ist der Tire Drop. Also du fährst eine Runde mit einem guten Rad und die zweite Runde fühlt sich so an wie Carrera Cup halbe Stunde. Ich bin eben, meine erste Runde war eine 8,51 und jetzt war eine 9,01 im Dunkeln, ohne Licht, mit Doppelgelb und weiß ich was. Also das läuft schon. Also wir sind auch irgendwie ein bisschen bei der Musik, aber wenn du so einen ganzen, also wenn du so einen Doppelstint in der Nacht fahrst, dann kannst du mich am Montag wieder weg. Wirklich. Super anstrengend. Ich hoffe, dass wir da noch irgendwas finden. Lichttechnisch und auch Setup-mäßig. Da müssen wir irgendwie noch mal gucken. Aber
war auf jeden Fall geil. War geil.